Ich kann von mir aus jetzt, dann beuge ich mich dem Druck. Okay, seid ihr cool damit? Den Part von mir und Alan Tricks gucke ich mir jetzt an. Wollte ich sowieso privat, weil das schön sein soll, dann gucken wir es jetzt zusammen und gut ist. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht es um das Thema Teilnehmer. Vorweg noch eine wichtige Info und zwar, wir haben einen neuen Kanal gegründet. Viele haben es schon mitbekommen, Seven vs. Wild, einfach, dass es ein bisschen aufgeräumter ist. Damit ich auf meinem Kanal auch wieder ein bisschen Freiraum habe, parallel noch andere Projekte machen kann, haben wir das jetzt auf dem extra Kanal gemacht. Ist das der extra Kanal hier? Nee, okay. Also unten auf jeden Fall den angepinnten Kommentar bzw. die Videobeschreibung auschecken und da schon mal ein Abo dalassen. Da laufen nämlich übrigens auch gerade aktuell die Uncut-Folgen, die euch... Du hast gesagt, dass du da mitmachen willst, kannst doch nicht wieder einen Rückzieher machen. Das Projekt von Seven Ways Wild mit Knossi war auf einer tropischen Insel und ging 7 Tage. Das Projekt ist in Alaska und geht 14 Tage. Das sind 2 Paar Schuhe. Das kann man nicht miteinander vergleichen, Digga. Das solltest du eigentlich verstehen. Ja, die Teilnehmer werden natürlich wieder wie letztes Jahr im Gemeinicke-Stil bekannt gegeben. Das heißt, ich hatte keinen Kontakt zu denen vorab. Niemand weiß Bescheid, sondern wir schießen einfach mal ein bisschen ins Internet und gucken, wen wir so treffen. Fritz hat dick angekündigt, dass es mit so einer geilen Synchro-Stimme ist und geile Clips zusammengeschnitten. Und vor allem, wie die Leute drauf reagieren. Wir werden in diesem Video die ersten 3 Teams bekannt geben und im Video übermorgen die nächsten 3 Teams bekannt geben. Und das andere Team ist natürlich die Wildcard. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das auch unbedingt mal abchecken. Kommen wir zu den Auswahlkriterien. Und zwar wollten wir das im Endeffekt so handhaben wie auch in Staffel 2. Wir wollten eine bunte Mischung haben. Leute, die gar keine Ahnung haben, die ein bisschen Erfahrung haben und Leute, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind. Ich muss dazu sagen, seitdem die ersten Videos hier online gegangen sind zur 3. Staffel, ist... Leon schreibt mir gerade, mein Cutter schreibt mir gerade, er hat die Nominierung geschnitten. So ein Wichser. Mein Postfach, mein WhatsApp. App, E-Mails, Instagram. Edotrix, also Carsten, falls du noch da bist, wir können gerne gleich noch in Dead Island reingehen für 1-2 Stunden, dann ins Hobby. Und so weiter, komplett explodiert. Es haben sich super viele Leute gemeldet, auch aus der kompletten Creator-Szene. Natürlich kann nicht jeder teilnehmen, aber vielen Dank, dass ihr so reiches Interesse daran habt. Und ja, solltet ihr nicht dabei sein, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch über die Wildcard natürlich zu bewerben. Checkt das Video auf jeden Fall nochmal aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wichtig ist natürlich auch, dass die Zusage als Komplettteam passiert. Also wenn wir jetzt gleich die ersten bekannt geben, die wir gerne dabei hätten, dann besprecht euch vielleicht mal ein bisschen. Wenn ich nicht dabei bin, ist Elotrix nicht dabei. Wenn Elotrix nicht dabei bin, bin ich auch nicht dabei. Carsten und ich sind uns beide einig, wenn jetzt, nur mal als Beispiel, wenn jetzt Elotrix mit, keine Ahnung, mit irgendjemand anderen zusammen nominiert worden wäre, hätte er abgesagt. Wenn ich mit jemand anderen nominiert worden wäre, hätte ich auch sofort abgesagt. Das ist wirklich der Bock auf diese Herausforderung besteht bei mir und Carsten darin, dass das eine so geile Weiterentwicklung unserer Freundschaft sein würde. Oder wir hassen uns danach. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber wir haben beide halt Bock darauf, weil es ein gemeinsames Erlebnis ist, ne? Und dann wäre es schön, wenn wir eine... Und wir haben uns auch schon drauf geeinigt. Einen Tag blase ich bei ihm, anderen Tag bläst er bei mir. Am 3. Tag machen wir 69er. Und dann geht's wieder, am nächsten Tag bläst er, dann blase ich. So haben wir gesagt. Gesammelte Entscheidung bekommen. Ob ihr als... Am meisten freue ich mich aber auf den 69er-Part, sage ich. Team... dran teilnehmt oder euch nicht traut. So, jetzt geht's aber endlich los. Hat er gerade gesagt, oder nicht traut? Das ist so ein Wichser. Dran teilnehmt oder euch nicht traut. So ein dummer Wichser, sage ich so, wie es ist. Das ist genauso. Ach, Digga, damit schnürt er nur Feuer. Macht er nur Feuer ins Wasser, Wasser ins Feuer. So, jetzt geht's aber endlich los. Wir kommen zum allerersten Team und dafür Film ab. Leon, du Wichser! Echte Oldschooler ahnen, was jetzt kommt. Moin, moin, Digga. Und herzlich willkommen. Heute gibt es eine erneute Folge aktive Real-Life-Tipps. Dieses Duo hat mit legendären COD-Commentaries eine ganze Generation geprägt. Ey Leute, was geht? Elotrix ist hier und so. Und jetzt sind erstmal dann ist alles in Ordnung. Sie tragen ihr Herz auf der Zunge und sind dabei nur schwer zu überhören. Ich bin so schlecht. Seit über 10 Jahren sind sie nicht mehr aus der Online-Welt wegzudenken. Jetzt wird ihre Freundschaft auf die ultimative Probe gestellt. Sie sind weiser denn je. Auf einem Toastbrot gibt es nicht zu viel Nutella, es gibt nur zu wenig. Sie sind salziger denn je. Ich fühle mich hier aber richtig aus! Und sie sind
Sehr schön. Älter denn je. Hey, Neon! Das gibt eine Abmahnung, du doch! Oh nee, Digga. Würdest du so eine Show auch mitmachen? Also ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Die Zeit. Nochmal ganz kurz, dass Crew und Kevin das hier in Ruhe uploaden können. Diese Aussage war bezogen in dem Zusammenhang auf das Format Seven Worlds Wide in der tropischen Insel. Nur damit wir das nochmal verstehen. Die Zeit ist gekommen, es allen zu zeigen. Hier sind die ersten Teilnehmer der dritten Staffel Seven vs. Wire. Elotrix und Montana Black. In der Theorie kann man viel sabbeln, in der Praxis musst du dann aber auch beweisen. Ah, wirklich, das ist bodenlos geschnitten, Digga. Bodenlos geschnitten, sag ich so, wie es ist. Ihr habt es gerade gesehen, auf Oldschool-Basis mit dem bosshaften Beat im Hintergrund, da kriege ich gleich Gänsehaut. Monte und Elotrix, ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren, ich bin sehr gespannt, was sie sagen. Monte hat ja auch beim Arctic Warrior hin und her überlegt, war ihm dann zu kalt mit dem ganzen Eis und Schnee. Für uns soll es ja nach Kanada oder Alaska gehen. Das heißt, Klimabedingungen ähnlich wie in Staffel 1. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Kann vielleicht auch mal regnen, kann auch mal frisch sein, aber vielleicht kommt auch mal die Sonne raus, man ist im T-Shirt unterwegs. Ich bin wirklich super gespannt. Die beiden haben, denke ich, was so Outdoor-Survival-Stuff angeht, keinerlei Erfahrung, aber auf jeden Fall. Ja, das ist aber ein Gerücht. Das muss ich gleich einmal ganz kurz an der Stelle sagen, das ist ein Gerücht. Onkel Monte hat super Outdoor-Erfahrung. Er ist regelmäßig am Ilsebach, okay? Ich bin regelmäßig am Ilsebach und mache da den Bach frei. Das ist eine Outdoor-Survival-Erfahrung. Möchte ich nur mal an der Stelle festhalten, ne? Fall einen ordentlichen Biss. Sind zusammen auch ein geiles Team, was immer für Unterhaltung sorgt. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion, ob sie das Ganze annehmen, ablehnen. Wir werden es gemeinsam uns im Stream anschauen. Damit haben wir jetzt ein Team, was... Ich habe nach der Nominierung mit Fritz telefoniert. Mann, die Technik. Philipp, mach mal die Tür auf! Auch das Tor! Danke! Das, was ich gemacht habe nach der Nominierung, war mit Fritz zu telefonieren, mich zu erkundigen. Ich habe mit Elotrix, also mit Carsten, mich ausgetauscht. Und ich glaube, das ist so der erwachsenste Weg, den man machen kann. Ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist, impulsiv oder spontan, einfach für mich zumindest spontan zu sagen, jo, ich bin dabei, sofort, ohne die Gegebenheiten, die Daten und Ähnliches zu checken. Am 26.04. besucht Elotrix mich. Da werden wir nochmal intensiv schnacken, von Angesicht zu Angesicht, Auge zu Auge halt, ne, wie man es Freunde machen am besten. Und aktuell kann ich nur sagen, ist es so ein 50-50-Ding, bei mir zumindest aktuell mitzumachen. 50-50 Chance. Also ich bin nicht abgeneigt, ich bin jetzt aber auch nicht Feuer und Flamme und sage, das muss ich jetzt machen. Es ist ein 50-50-Ding, es ist keine Absage, es ist keine Zusage. Bis Sonntag, also genau 7 Tage, haben wir noch Zeit, um uns zu entscheiden. Und dann werden wir einfach schauen, was die Gespräche ergeben und Ähnliches. Und dann schauen wir mal. Ne? Ich kann nur noch eine Sache abschließend sagen an alle Leute, die die ganzen Staffeln geschaut haben. Da habe ich auch mit Fritz drüber geredet. Unabhängig davon, dass es irgendwie auch ein Kompliment ist, dass jeder sagt, ja, mach mit, wir wollen, dass du mitmachst. Das schmeichelt einen ja auch. Aber bitte respektiert von egal von wem die Entscheidung, auch wenn er Nein sagt. Weil ich habe das Gefühl, bei solchen Formaten gibt es für die Zuschauer nur eine Sache, die sie hören wollen, das ist ja. Ich finde aber, dass man da auch ein bisschen menschlich bleiben sollte. Auch ein Nein, auch wenn man dann enttäuscht ist, weil man gerne seinen Star, keine Ahnung, Elotrix, ich oder andere Kandidaten, Joko, Klaas, whatever. Man möchte da ja seine Lieblinge, die Leute, die man feiert, gerne sehen, weil man da Bock drauf hat. Aber fangt nicht an zu beleidigen, zu haten, zu kritisieren. Allgemein gesprochen, wenn jemand Nein sagt, weil ein Mensch hat eine eigene Meinung und die besteht nun mal aus Ja oder Nein in dem Fall. Das setzt auch andere Leute, nicht nur mich, sondern allgemein Leute extremst unter Druck, wenn man so nominiert wird. Man hat schon, bevor man in dieses Format geht, so einen richtig heftigen, finde ich zumindest, glaube ich, Erfolgsdruck, weil man noch nicht mal da ist, aber es gibt nur eine Möglichkeit, die man machen kann, ohne jetzt direkt in der Kritik zu stehen. Und je größer man ist, desto schlimmer wird das. Ich bin da relativ abgestumpft. Mir ist eigentlich scheißegal am Ende, was so ein Johannes oder ein Peter oder eine Johanna über mich denkt. Aber das setzt einen so unter Druck direkt von Anfang an.
weil man irgendwie in den Kommentaren nur liest, ja, so und so, ja, außer ja, muss er und das. Man kann ja als Mensch selber seine Entscheidung treffen, weißt du, wie ich meine? Aber Carsten und ich haben beide Bock drauf, so ist es nicht, weil wir freundschaftlich gesehen Bock haben, uns da weiterzuentwickeln und als Freunde sowas zusammen zu machen, ist schon cool und auf jeden Fall auch da Dankeschön an die Einladung von Fritz und von seinem Team, mich und Carsten so zu wählen, einzuladen, ist erstmal sehr korrekt. Viele Leute wollten da mitmachen, können nicht mitmachen oder wurden nicht eingeladen, sind enttäuscht. Carsten und ich haben die Einladung und da freuen wir uns drüber und auf jeden Fall da schon mal korrekt an Fritz und an 7USY, danke für die Einladung. Und was am Ende dann entschieden wird oder nicht, werden wir euch dann mitteilen. Natürlich werdet ihr erfreuter sein, wenn wir beide zusagen, das ist ja klar wie Kloßbrühe, aber respektiert bitte auch, wenn einer von uns beiden dann doch am Ende sagt, oh, aus dem Grund kann ich nicht oder keine Ahnung, mir ist heute der kleine Zeh abgefallen und ich bin krank oder so. Respektiert beide Entscheidungen. Ihr müsst nicht alle feiern von den Entscheidungen, aber respektiert bitte beide Entscheidungen.